Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute möchte ich dir ein paar Gedankenanstöße geben, wenn du auf der Suche bist nach Hilfe. Na, ein Shortcut, ein Mentor, Trainer, Coach, ein Programm, ein Online-Coaching, Online-Mentoring mit Live-Calls, mit Mitgliederbereich oder vielleicht auch One-to-One-Coaching, je nachdem, wie groß deine Geldbörse ist und wie schnell du da an dein Ziel gelangen willst, wenn du Softwareentwickler, IT-Experte bist zum Beispiel, auf die ich mich auch spezialisiert habe und bist auf der Suche nach, ja, es gibt eine zahlreiche Anzahl von Coaching-Programmen, weil es gibt größere, generellere, weniger große, kleinere, sehr spezifisch nischenbasierte Coachings und Mentorprogramme da draußen und hier mal ganz kurz ein paar Gedankenanstöße, die ich für mich selber, wenn ich mir irgendeine Mastermind, um mich selber auch weiterzubilden, suchen würde, die Kriterien, die ich nach vielen, ja, Kursen, die ich schon besuchen durfte und auch viel investiert habe, mehrere 10.000 Euro, Masterminds und so weiter und so weiter. Es gibt ja mittlerweile, wie gesagt, eine Vielzahl davon Kriterien, die ich mir ganz besonders betrachten würde. Es gibt eine Vielzahl von Kriterien. Wenn du zusätzliche Fragen hast, kannst du gerne mal einen unverbindlichen Termin mit mir buchen. Auch da kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Aber so die Grundsatzkriterien, das Wichtigste überhaupt, das Essentielle, die Core-Entscheidung sollte basieren auf das Folgende. Also bleib auf jeden Fall dran. Bei dem Video schauen wir mal, ob ich dir da auch weiterhelfen kann. Und zwar, ich male jetzt hier mal an die Tafel drei grundsätzliche Szenarien von sagen wir mal, aus der Realität, realitätsbezogenen Coaching-Programmen, die es da draußen gibt. Das erste Coaching-Programm nennen wir jetzt einfach mal Coaching-Programm 1. Das Coaching-Programm 1 hat insgesamt 4.000 Mitglieder. Ja? Und von diesen 4.000 Mitgliedern gibt es eine Vielzahl von Testimonials. Testimonials, Kundenstimmen, quasi Kunden, die sagen, hey, ich habe skaliert von 0 auf 100.000 Euro im Monat innerhalb von 3 Monaten, innerhalb von 12 Monaten, innerhalb von 2 Jahren und so weiter. Also wir haben hier richtig viele YouTube-Videos, Testimonials auf der Webseite, in Facebook, überall verstreut. Sagen wir mal so an die 380, sagen wir mal ungefähr, Pi mal Daumen, ich habe nicht genau nachgezählt, 380 Testimonials, okay? Also wirklich 380 Personen, Firmen, Einzelunternehmer, größere Firmen, egal was, die hier berichten, wie viel Erfolg sie hatten. Okay, insgesamt 4.000 Teilnehmer schon haben dieses Programm genossen. Dann das zweite ist, haben wir insgesamt 400 Mitglieder, ja, auch hochgradig spezialisiert, vielleicht noch etwas stärker spezialisiert, deswegen auch vielleicht ein kleineres, weil eben der Markt kleiner ist, auf bestimmte Nischen, Coaches, Consultants, Berater und so weiter. Und die haben insgesamt 40, ja, Testimonials. Okay, auch eine ganze Menge. Das sind jetzt immerhin 40 Personen, die es geschafft haben, von 0 auf, sagen wir mal, 1 Million Euro Jahresumsatz zu skalieren. Dann haben wir hier das nächste, machen wir jetzt mal lila, das nächste Programm, mit dem wir hier vergleichen. Hier haben wir insgesamt nur 40 Mitglieder und insgesamt 40 Testimonials. Ja, also das ist auch, Quatsch. Ja, okay, machen wir einfach so. Und 40 Testimonials, okay, cool. Jetzt hat, du siehst schon, wohin das geht. Also sagen wir mal, ja, das ist von den Zahlen her ein bisschen doof, aber du wirst gleich feststellen, was ich mit dem ganzen Video überhaupt aussagen will. 4 ist halt irgendwie ein bisschen doof jetzt. Sagen wir mal, der hat nur 30. Und 30 Testimonials, okay? Okay, einfach mal jetzt so zur Probe. Und was es jetzt hat, und viele, und das tun fast alle großen Anbieter mit sehr viel Geld dahinter, sehr viel Werbebudget, sehr viel Videos, die da rausgehauen werden, sehr viel Werbevideos, die sagen alle, hey, wir haben hier geschafft, 4.000 Mitglieder, 2.000 Mitglieder, 400 Mitglieder. Ja, so viele Leuten konnten mir schon helfen. Blablabla. Ja? Okay. Ja, aber zu welchem Grad konnten die 4.000 Mitglieder helfen?
Ich weiß, woher ich das weiß, dass nicht alle 4.000, nicht alle 400 super geil erfolgreich waren durch das Programm, weil ich halt einer von den 400 und einer von den 4.000 war. Ne? Also das heißt, ansonsten könnte ich das gar nicht behaupten. Ne? Also ich habe ja da investiert in die jeweiligen Programme und es hat sich herausgestellt, es war doch nicht ganz so das Richtige für mich. Okay, und so geht es eben höchstwahrscheinlich auch all denjenigen, die halt quasi kein Testimonial gemacht haben. Weil sonst, was würde denn im Weg stehen, mir ein Testimonial zu machen? Ja, wenn alle erfolgreich hätten, würden vielleicht auch alle ein Testimonial machen. Ja, warum nicht alle? Also hier ganz einfach hast du ungefähr 8-10% Erfolgsquote. Und das ist eben das, auf was du schaust. Es geht einfach nicht darum, wie viele Leute sind dann im Programm. Ja, bei uns sind 4.000 Leute, kommen dabei. Das ist das, wo immer verwechselt wird in diesen ganzen Marketingbotschaften. Es haben sich hier 4.000 Leute entschieden, in dieses Programm zu investieren. Das bedeutet nicht, dass 4.000 Leute auch erfolgreich dieses Programm durchlaufen haben, sondern eben nur 380. Jetzt in dem Fall, wenn du nicht mehr Testimonial findest, musst du davon ausgehen, dass es nur 380 sind. Hier sind es nur 40, das sind 10%. Das ist die Erfolgsquote. Ja, Erfolgsquote ist das Wichtige. Und hier sind es 100%. Das heißt, dieses Programm, jetzt in dem Beispiel, ist zwar das kleinste, aber für welches würdest du dich jetzt entscheiden? Das mit der höchsten Erfolgsquote. 8-10%, 10%, 100%, ja? Oder 90% Erfolgsquote. Und warum ich dieses Video mache, ich will dir nur diesen Gedankenanstoß geben, mehr nicht. Nur dafür ist dieses Video gedacht. Es geht nicht darum, wie viele Teilnehmer in so einem Programm drinnen sind, sondern es geht darum, wie hoch ist die Erfolgsquote. Und jetzt mal den alles entscheidenden Gedankengang. Viele sagen, ich investiere nur in ein Programm, wo der Programminhaber mindestens 100 Mal mehr verdient, als wie ich selber. Ansonsten sage ich mir, was könnte mir der sonst noch beibringen? Und jetzt tappen die meisten in eine Falle und sagen, naja, hier, der mit den 4.000 Mitgliedern, der macht 30 Millionen Euro Umsatz, der verdient 100 Mal mehr wie ich. Aktuell, ich mache nur 300.000 Euro Umsatz. Der muss auch 100 Mal mehr besser sein. In Wirklichkeit ist das genau das, was alle sagen oder alle denken. Entscheiden sich also für das Programm. Das Programm wächst exponentiell schneller und größer. Dadurch wiederum entsteht mehr Marketingbudget und so weiter und so weiter. Das Ganze ist sozusagen eine self-fulfilling prophecy, nur mit dem einen Unterschied, die Erfolgsquote ist nur 8-10%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn du das Programm dich entscheidest, dort investierst, ist das 10:1 oder 12:1, dass du einer von diesen Erfolgreichen wirst, die dann den, keine Ahnung was, Pokal erhalten und hier eben auch in den Genuss kommen, hier ein tolles Testimonial eben abzuliefern. Und die Entscheidung basierend, auf was du basieren solltest, deine Entscheidung, ist die Erfolgsquote. Das heißt, du solltest deine Entscheidung basieren auf dem Prozentsatz, auf der Wahrscheinlichkeit, auf der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass auch du Erfolg haben wirst in diesem Programm. Das heißt, auf dem Wahrscheinlichkeitsprozentsatz, auf das Programm mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass du auch erfolgreicher bist. Und das ist eben das mit der höchsten Erfolgsquote. In dem Fall wäre es halt hier in dem sozusagen mit 100%. Das heißt, hier ist die Chance 100%. Customer Success, Zufriedenheit, vielleicht ein bisschen fiktiv, es gibt vielleicht nicht die 100%ige, aber was ich mit uns sagen will, kleinere Programme sind meistens spezifischer und es ist besser, länger zu suchen, nicht die mit dem meisten Werbebudget und mit den häufigsten Videos da draußen, sondern etwas länger draußen zu suchen, damit du das am höchst spezifischsten Online-Coaching findest, weil das hat die Höchstwahrscheinlichkeit für dich persönlich Erfolg zu schaffen. Der Programminhaber hier, der fährt vielleicht keinen Ferrari. Ja? Der macht vielleicht keine 30 Millionen im Jahr, der macht vielleicht nur 1 Million im Jahr oder sowas. Oder mit 30 Teilnehmern macht er vielleicht nur 500.000, macht vielleicht auch noch andere Dinge. Aber der
ist der mit dem Programm mit der höchsten Spezifizität. Ja? Und ich habe mich schon häufiger auch für, sagen wir mal, Strategie-Calls, so wie du den auch eintragen kannst bei mir, eingetragen bei großen Programmen, die machen mehrere Millionen Euro Umsatz, Online-Business-Coachings, die sagen, ja, wir sind 40 Jahre Erfahrung, blablabla. Ich melde mich dort an und dann sozusagen mache ich dort die Sondierungsgespräche und dann heißt es, all die Dinge, die du da, hier, das ist dein Painpoint, das hier, das machen wir ja alles gar nicht. Und dann sage ich, hey, ihr seid doch ein Online-Business-Coaching. Ihr nennt euch als das beste Business-Coaching da draußen, was es überhaupt gibt. Ja, die machen jetzt ungefähr so 3-4 Millionen, etwas unter 10 Millionen Euro Umsatz oder 3-4 Millionen Euro Umsatz machen die. Ich schreibe mich da ein und dann sage ich, hey, ja, da wollte ich was wissen über Mitarbeitergewinnung, ja, Verträge, Arbeitsrecht. Ja, wichtige Dinge, wenn du skalieren möchtest. Ja, entweder für meine Kunden wollte ich mich weiterbilden oder auch für mich. Und das ist ja da, wir sind Business, die Business Coaches Nummer eins. Das sind ja essentielle Dinge. Also, ja, das machen wir alles nicht. Ne? Wir machen nur, wie du neue Kunden gewinnst. Und dann sage ich, hey, das mache ich selber auch. Ja, das mache ich auch selber auch. Also dafür gebe ich jetzt keine 10.000 Euro aus. Ja? Also, so, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Gib mir einen Daumen hoch, wenn das Video dir irgendwie weitergeholfen hat, einen kleinen Gedankenanstoß, irgendwas in irgendeine Richtung dir weitergeholfen hat, dann bitte gib dem Video auch einen Daumen hoch oder teile es mit deinen Freunden, ja, die vielleicht auch gerade auf der Suche sind nach irgendwelchen Weiterbildungsmaßnahmen. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting und ciao.